Und als dann diese Inhaftierung der Bürgerrechtler war, dann im Januar 88 von Kraftschick, dann Freier Klier, Bärbel Bohley, da hat mein Mann gesagt, also jetzt müssen wir was machen, die werden ja immer verrückter hier. Die inhaftieren die jetzt und manche schmeißen sie gleich raus, obwohl die in der DDR was verändern wollen und Leute wie wir warten ewig. Und da kam die Idee mit der Petition. Und ja, dann habe ich nur gedacht, naja, aber da weißt du schon, ne? Dann geht der Schuss nach hinten los für dich, ne? Dann müssen wir uns im Klaren sein, also dann kannst du mit mehr rechnen. Und davon haben wir natürlich überhaupt nichts meinem Vater erzählt, er wusste davon nichts. Der hat nur bei Besuchen und wir waren als Antragsteller ganz normal herzlich bei meinen Eltern aufgenommen. Mein Vater machte sich auch schon Gedanken, wie er uns im Westen helfen kann, auch materiell, was wir da machen können. Er hat diese Sache akzeptiert. Er hat nur gesagt, mit der nicht zur Arbeit gehen und mit diesen ganzen Unruhen, unterschätzt die Stasi nicht. Ich sage euch eins, unterschätzt die nicht. Also das habe ich also 100-mal gehört. Ja. Und ihm gefiel das nicht, aber er hat gesagt, ihr seid den Schritt gegangen und zurück gibt es da nicht. Das war für ihn auch Gesetz, auch wenn ihm das widerstrebt hat. Also er hat nicht versucht, während der Antragstellung mich irgendwie auf den Pfad der gerechten sozialistischen Erziehung zu bringen. Und als wir dann die Petition im Prinzip aufgesetzt haben, da fuhren dann mein Mann, der Herr Herkelmann und der Herr Weber, das haben also Dreier gemacht, drei Antragsteller. Und wir haben gesagt, wir fahren dann rum und die ganzen Antragsteller, die sonst so Bekannte von uns sind, unterschreiben. Und ja, dann ging das los. Ich bin zur Arbeit gegangen und habe eben ganz wie immer meine Unterschrift so ohne Gedanken darunter gesetzt. Ne? Und ja, und dann waren sie abends fertig und da hatten sie 38 Unterschriften. Und dann hieß es, ja, das schickt man jetzt ans Ministerium, das ist Staatssicherheit. Und wir fahren nochmal nach Berlin und werfen das dann richtig ein beim Kontaktbüro von wie heißt er, Evangelisches Kontaktbüro, Superintendenten Krusche und an Wolfgang Schnur eine Kopie und hier an den Bischof in Erfurt ging es noch und ja, ich sage, dann macht euch auf den Weg, ich bin an die Arbeit gegangen und selbst da habe ich gedacht, okay, jetzt wird er wahrscheinlich inhaftiert. Wir haben uns auch so verabschiedet in der Gefahr, dass man sagt, man sieht sich nicht wieder.